Diamantenkörper auch. Meine Füße tun weh. So, Handkarren. Mit dem hin und zurück. Wie sieht's hier aus? Da ist eigentlich noch alles so mehr oder weniger da. Raubritterfeste. Gold. Nett. Nett, nett, nett. So, achso. Immer noch nicht das ganze Gold aufgeladen. Doch, komm schon. So, und du gehst gleich zu... Weiß ich noch nicht. Falsch. Das verkaufen. Immer nur Arbeit. Verkaufen. So, wie sieht's hier aus? 20 haben wir da. Und hier haben wir 18, also kriegen die das Leder. Bin schon unterwegs. Schön. Gut, eine Kuh haben wir. Wie lange dauert so eine Kuh? Weiß man nicht. Wird man irgendwann sehen. So. Wolle haben wir auch noch jede Menge. Ich hab's geahnt. Der Karren war schon zu weit weg. So. Meine Füße tun weh. Pferdekarren. Abladen und verkaufen. Weg mit dem Zeug. So, Schafe haben wir genug und daraus machen wir ja nur Wolle. Und Wolle haben wir ziemlich viel im Moment. Ja. Also, nee, dich noch auf Rind. Dann haben wir genug Wolle, dann können wir den Rest so nach und nach verkaufen. Leder ist auch ordentlich da, also ich möchte lieber auf die Leder- und Wolleproduktion. Und Wolle haben wir halt über die Schafe, jede Menge. Haben wir hier Weizen, Zuckerrüben, ja. Können wir eher noch Rinder anbauen, oder? Rinder anbauen, Rinder züchten oder so. Was kann man denn so bauen als Patron, als Teil davon? Patron, ah da, Viehgatter. Na gut, Viehgatter, Felder, super. Was können die unterschiedlichen Felder jetzt? Okay, hier offenbar. Ja, müssen wir mal schauen. Was da haben wir schon. Na dann mal los. Rindfleisch hat er gemacht. Diplomatische Beziehung. Neutral annehmen. Gut, soweit erstmal alles geklärt. Wie sieht's hier bei den Raubrittern aus? Na, hallo. Achso, ja. Genau. So, die Karren sind noch nicht zurück. Einer war gerade, glaube ich, fast da. Hm. Wie sieht's hier mit den Produktionen aus? Oh, ganz ordentlich. Waffenschmiede. Jo, wir können eigentlich bei allen mal verkaufen. Dort. Na. Ich eile. So, den einmal wegschicken. Dann hier den. Der nächste Angestellte, der stirbt. Feral Greave. Oh, in der Schneiderei. Ärgerlich. Ja, was hat denn der wohl gemacht? Tücher wird bald aufhören. Hä? Ich hatte tatsächlich noch jemanden für Tücher? Ah, sind 5 Leute. Ja gut, wenn der stirbt, sehe ich es ja. Dann kann ich nochmal gucken. So. Ja, wir haben endlich unseren Bauernhof. Das finde ich gut, irgendwie. Weizen können wir mal verkaufen. Bauen wir eh nicht mehr an. Und die Zuckerrüben genauso. Verkaufen jetzt einfach so nach und nach, dass wir nicht anbauen. Der Tod eines Angestellten ist nah. Und was wir nicht brauchen. Ein Familienmitglied stirbt. Oh, was? Oh! Meine Füße tun weh. Der Karren ist jetzt echt die Mutter gestorben? Wen nehmen wir denn jetzt noch mit rein? Warte mal, Politik? Ja, muss die doch sein, ne? Mist. Ja, dann muss einer von denen jetzt schon übernehmen. Also die Jüngere wahrscheinlich. Dynastie, Stammbaum. Schauen wir mal. Jo, ein Kind ist schon... Ja?
schon alt genug. Sie hat auch nur ein Kind. Ganz klar. Unbedingt. Was bist denn du? Mein Freund. Du bist ein Handwerkerstufe 1. Ein Familienmitglied ist gestorben. Tod eines Angestellten, Familienmitglied, die... Ja, natürlich haben wir das Amt verloren. So. Ach, die haben... Warum gehört das denn niemandem mehr? Egal. Tücher ist noch, Bürgerkleidung ist noch, Lederwams ist nicht mehr. Das heißt, du machst bitte Lederwams. Ja, die Mutti ist tot, ne? Mutti ist tot. Du darfst dann dich direkt um ein politisches Amt bewerben. Und danach musst du eine Frau umwerben, denn wir brauchen Nachfahren, um hier mal und so. Ne? Stimmt, wir haben jetzt den Handwerker gehabt. Dann brauchen wir als nächstes höchstwahrscheinlich den Dieb, der auch schon 115 Jahre alt ist. Das wird eng hier so langsam. Also wir brauchen definitiv Nachfahren. Oder du, Mademoiselle, gehst mal nach Hause und verbringst mal eine schöne Nacht. Die Produktion wurde unterbrochen. Wo? Güldenkorn. Rohstoffe für Leder. Ja, das habe ich fast vermutet. Einmal husten, Moment. Jo, oh, dabei haben wir schon zwei auf Rind. Dann geht die vom Fleisch auch noch auf Rind. Jo, das sieht doch gut aus. Schade, mehr Angestellte können wir hier nicht haben. Ja, dann töten wir auch die Rinder nicht, die wir produzieren quasi. Ja doch, die töten. Ja, egal. Na gut. So, du bist da. Auf ein Amt bewerben. Direkt Landesherr. So gut wie erledigt. Ja, ist egal. Bei beiden muss eine Abstimmung her. So, du bist zu Hause. So, gemeinsame Nacht, auf. Und du bist auch schon gar nicht mehr so jung, ne? 48. Ja. Gut, beworben haben wir uns. Also, was machen denn meine Angestellten? Die verrecken ja alle. Frohnu. Ja, eine Kunsttischlerei ist ja blöde. Ständig diese sterbenden Angestellten. Ja, man hat als Händler, Handwerker schon sein Kreuz zu tragen, wenn ständig die Angestellten wegsterben. Das dauert nicht lange. So, abladen und zurück. Sieht es hier aus? Achso, ist noch nicht losgegangen anscheinend. Fett ist auch von den Kühen. Also, das meiste ist von der Kühe. Du auch weg. So, dann haben wir das letzte Weizenzeugs weg. Und dann haben wir auch schon ein bisschen von den 138.000 wieder eingenommen. Naja, nicht wirklich, aber man kann es sich ja einreden. So, bist du schwanger? An die Arbeit. Offensichtlich nicht. Dann gehst du jetzt erstmal bitte zum Marktplatz und kaufst da einen schönen Ring. Dort bist du schon. Charakter. Kaufst jetzt mal einen Ring oder so. Eisenbahn. Silberring. Und... Puh, was noch? Textilien, was haben wir da? Duellhandschuhe, Lederhandschuhe. Nahrung. Ah ne, was könnte man gemischtes? Da gibt es auch nette Sachen bestimmt. Oh, Edelsteinring gibt es auch noch. Thesenpapier, Ablassbrief, ein Gedicht. Gut, dann wichtige Personen, die besten Kandidaten für. Amoku heißt er. Amoku, Tatsache. Okay, das ist für Amako. Amika. Amoku. Die Arbeit wartet. Sehr gut. Und jemanden umwerben. Fangen wir mit der unfreien Nicole Stobart an. Schwierigkeitsgrad leicht. Dann beginnt mal wieder eine Werbung. Und er rennt und rennt etwas schnell. Oh, da sind wir schon da. Na gut. Ich dachte, der müsste jetzt... Oh, da hing ein Spanferkel. Genial.
So, einmal nah an die beiden Hübschen ran.